Wir sind jetzt beim Siedler Verlag. Ich treffe den Autor Martin Mittelmeier zu seinem Buch Dada, eine Jahrhundertgeschichte. Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Ja, Februar 1916 war ja Beginn des Dadaismus in der Schweiz. Was inspirierte Sie, die Geschichte dieser Ära ja, zwischen zwei Buchdeckeln zu fassen, sage ich jetzt mal? Also zunächst gibt es so ein ganz vordergründiges Interesse, weil es einfach Spaß macht, so unterschiedliche Künstler oder auch Dilettanten, wenn die aufeinandertreffen in einem gesellschaftlich, politisch aufgerauten Klima, was dann passiert, wie die miteinander umgehen, was die gemeinsam erfinden. Das ist ad hoc einfach erstmal interessant. Das tiefergehende Interesse ist das, dass es ganz interessant ist, wenn man sieht, wie die Zeit war, auf die die Dadaisten reagiert haben. Also auch die Zeit schon vor dem Ersten Weltkrieg. Und da kann man schon das Gefühl bekommen, dass dort sich die Welt auf eine Weise verändert, wo wir von dieser Veränderung auch noch betroffen sind. Also wo zum ersten Mal die Moderne in den Alltagsgebrauch der Leute hineinkommt, in die Alltagserfahrung, dass alles viel komplexer wird, ein Durcheinander passiert, verschiedene Hierarchien schon mehr gar nicht stattfinden oder gar keinen Sinn mehr ergeben, Simultanität, Gleichzeitigkeit, alles passiert zusammen. Und da ist interessant zu sehen, wie haben die, die am direktesten auf diesen Zeitumbruch reagieren, was haben die so gemacht? Und das würde ich sagen, waren die Dadaisten. Genau, Sie beschreiben ja diese Zeit um die Jahrhundertwende als eine Zeit, in der sich dieser technische Fortschritt, zum Beispiel die Eisenbahn, Automobil, Telegrafie, rasant entwickelte. Wie wirkte sich das denn auf die Menschen aus, auf die Lebenswelt? Also das Lustige ist, wenn man Zeitzeugen liest, einzelne Zitate, dann klingt das manchmal so, als wären sie von heute. Manchmal muss man dann Telegrafie Dampferschifffahrtsverbindungen ersetzen durch sowas wie Internet oder so, eine unglaubliche Verschnellerung der Lebenswelt. Und als erstes kommt es an als totale Überforderung. Nicht? Das, was wir heute Burnout nennen, war damals oder hat sehr viele Ähnlichkeiten zur Neurasthenie, die damals grassierte. Also wir haben ganz viele Sprechakte, zum Beispiel gibt es einen frühen Roman von Max Brod, den man heute gar nicht so kennt, wo die Hauptfigur sagt, ich bin krank von allzu vielen Möglichkeiten. Also erstmal eine Überforderung angesichts eben dem, was sich ergibt, was plötzlich möglich ist. Und dann ist eben interessant, warum muss das immer so als Überforderung stattfinden? Warum könnte das nicht auch eine Chance sein oder eine große Lust, jetzt diese unterschiedlichen Möglichkeiten auch wahrzunehmen? Sie sagen es ja schon, es lässt sich ja ein bisschen die heutige Zeit spannen, dieser Bogen. Jetzt haben wir ja auch die digitale Revolution. Ist wieder so eine Stimmung? Ist das jetzt so eine Renaissance des Dadaismus vielleicht? Also das Interessante ist, dass einer der Hauptprotagonisten des Dadaismus, Tristan Tzara, hat Anfang der 20er Jahre fast so etwas wie eine Abschiedsrede gehalten auf den Dadaismus und dann prognostiziert, dass sich das Wort Dada emanzipieren wird von seinen historischen Konkretionen, dass man irgendwann einfach sagen wird, boah, das ist ganz schön Dada, du bist so Dada, so wie man das Wort romantisch benutzt. Ich finde, er hatte recht. Ja, das ist ja heute, es ist Dada in den allgemeinen Sprachgebrauch eingesickert. Nun ist es die Frage, ist es eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht? Und ich würde das ambivalent sehen, weil einerseits ist es so, wenn Sie sagen Dada-Renaissance, ich glaube, dass wir heutzutage schon ein bisschen von dem profitieren, was die Dadaisten auch versucht haben, also tatsächlich gesellschaftliche Emanzipation, ja, Aufbegehren gegen die Hierarchien, die noch versucht haben, sich gegen die neue Komplexität zu stellen, also wirklich auch die alte Welt einfach zu verabschieden. Sagen, ja. Andererseits könnte man auch sagen, so wie man das Wort romantisch auch benutzt, ein bisschen zu klischiert, ja, ohne die subversiven Strategien, die die Romantiker hatten, ist es bei dem Dadaismus auch so. Ja. Also heutzutage werden doch viele Phänomene als Dada benannt, die halt einfach vielleicht auch unfreiwillig quatschig sind. Und da fehlt dann so ein bisschen die gesellschaftskritische Speerspitze. Der Dadaismus hat ja alle Genre der Kunst gleichermaßen erfasst. Wie hat das so auf die Rezipienten zum Beispiel im Jahr 1911 gewirkt? Ich denke jetzt zum Beispiel auch an Schönberg mit der neuen Musik da. Wie hat das gewirkt? Gut, das war aber noch nicht der Dadaismus. Nee, nicht? Nee, aber das ist interessant, weil Sie das sagen, weil man sagt oft so, oh, der Dadaismus war der Urknall. Ja? Mhm. Das stimmt von der Energie, die er vielleicht verbreitet hat oder erzeugt hat, aber er hat die Sachen nicht erfunden. Er hat sie nicht geschöpft sozusagen, sondern er hat all das, was sich vorher schon geregt hat, in eben Versuchen auf diese Komplexität der Welt zu reagieren, die hat er dann verbunden. Und da ist so etwas wie Schönberg, Kandinsky ja auch, das sind
alles tatsächlich auch Künstler, die sehr einflussreich waren für den Dadaismus. Also Hugo Ball wollte gemeinsam mit Kandinsky den Blauen Reiter für das Theater machen. Ja? Also auch eine Form von Gesamtkunstwerk. Und wenn Sie fragen, wie hat das gewirkt? Das hat natürlich eine Art von Verstörung in den Kunstkreisen sozusagen erstmal gehabt. Ich würde aber immer auch ein bisschen versuchen, das Klischee, das man ja auch dann später vom Dadaismus hat, dass sie total rüpelhaft, programmatisch rüpelhaft sind, also es darauf anlegen, ja, dass die Leute rauslaufen, sich prügeln, protestieren über den Schmarrn, über den Quatsch, der da passiert, dass man das vielleicht ein bisschen überbewertet. Ich glaube, sie haben auch viel mit dem Publikum gemacht. Sie haben auch viel geworben um ihre Sache. Sie wollten auch viel zeigen von dem, was sie gemacht haben. Tristan Zara und Hülsenberg, ein anderer Protagonist, haben dann immer versucht, so eine Riesenanthologie zu machen, ja, damit man auch sehen, seht mal, wie toll das ist. Also es ist so eine, es ist, natürlich baut man auf die Verstörung des Publikums, wenn man das Publikum als noch gestrig vermutet, aber man will auch gemeinsam mit den Leuten einen interessanten, subversiven Cabaret-Abend zum Beispiel haben oder sie auf etwas, auf eine neue Erfahrung stoßen innerhalb einer Ausstellung zur modernen Kunst oder so. Sie hatten Hugo Ball schon genannt. Er tritt ja 1916 so gesellschaftskritisch im kubistischen Kostüm auf, so uniformiert, bewegungsunfähig. Inwieweit ist das eine politische Demonstration, so wie Sie es nennen in dem Buch? Also Thomas Kling, der zeitgenössische, jetzt schon verstorbene Lyriker Thomas Kling, hat das ja genauso interpretiert. Ja, so, das ist die wilhelminische Uniform, einer, der sich nicht bewegen kann. Das ist bestimmt ein Punkt, der damit reinspielt. Ich glaube aber, er erschöpft das Phänomen nicht. Und das ist auch sehr, sehr interessant, gerade an der Person von Hugo Ball. Ist er jetzt eher Ästhet oder ist er eher politisch engagiert? Nur ein Beispiel, er hat mal in Münchner Zeiten, also prädadaistischen Zeiten, eine Zeitschrift gemacht mit einem Freund, die hieß dann Die Revolution. Ja? Es scheint ja ein ganz unmissverständlicher Titel zu sein. Er hat dann aber gemeint, so, es ist gar nicht so politisch gemeint, eher stilistisch. Und das ist ja das Interessante. Oder das andere, was man zu dem Thema Politik sagen muss, ist, dass es ja zu den interessanten Koinzidenzen der Weltgeschichte gehört, dass das Cabaret Voltaire in der Spiegelgasse war und nur ein paar Hausnummern weiter war Leni 1916 und bereitet eine ganz andere Revolution vor. Da sieht man eben aber auch schon den Unterschied. Eine direkte politische Revolution und das, was die Dadaisten machen und was auch Hugo Ball mit dem Kostüm macht, wo er dann auch die Lautgedichte spricht. Er spricht ja keine politische Botschaft, sondern er macht Sprache an sich subversiv. Nicht? Also er setzt nicht eine politische Botschaft, die er als falsch identifiziert hat, durch eine neue, sondern er unterminiert das sprachliche System insgesamt. Okay. John Hartfield und George Cross gestalten ja gemeinsam die Zeitschrift Neue Jugend und gehen typografisch ganz neue Wege, insbesondere in der Werbung. Sie nennen das grüne Reklamen über den Texten. Wie spiegelt sich hier die Gesellschaftskritik der beiden Künstler wider? Also das ist genau interessant, wenn wir gerade über Hugo Ball gesprochen haben und es dann ja passiert, dass Zürich irgendwann auch aufhört und die Protagonisten aus Zürich, die Dadaisten, dann ausschwärmen und Richard Hülsenbeck dann nach Berlin geht, in einer ganz anderen Situation. Die Schweiz war ja ein Schutzraum, nicht? Deswegen waren sie alle da, sind hin emigriert. In Berlin tobt der Krieg viel krasser, die Folgen sind sichtbar und ab 1918 ist die Situation eine revolutionäre. Und es wäre ganz interessant, sich zu überlegen, was die Herzfelde-Brüder, wo sich dann John Hartfield amerikanisiert in seinem Namen, und George Cross, die hätten da gar nicht gebraucht. Ja? Die hätten einfach diese Neue Jugend gemacht und eine Zeitschrift gemacht, die viel, also Dada verändert sich dahingehend, dass es sowieso viel politischer aufgeladen wird als in Zürich. Und das Medium sind natürlich sowieso ganz viele Zeitschriften, also wir werden in der Folge auch ganz viele unterschiedliche Zeitschriftentitel haben, ja auch gerahmt von auch anderen nicht-dadaistischen Zeitschriften, die auch einen viel revolutionären Impetus haben. Aber genau das, was Sie sagen, das Tolle ist, die Neue Jugend, man kann das sehr schön sehen, die gab es ja vorher schon, sie haben das einfach als Zeitschriftentitel benutzt, weil es nicht so einfach ist, eine Zeitschrift zu gründen unter Bedingungen der Zensur. Und sobald Sie diese Zeitschrift übernehmen, wird sie viermal so groß. Und John Hartfield entwickelt dann eben eine Form von Typografie, die eben auch quasi in der Form schon eine ganz andere
Driftigkeit hat, eine ganz andere politische Botschaft sozusagen. Aber eben auch so in dieser ersten großen Nummer ist ja auch das Fred Iron Building vorne drauf. Ja, einfach so, hier sind wir. Ja, und dann oben so rechts rüber drüber geschrieben, Reklameberatung. Ja. Und da ist eben auch das Interessante, George Cross gibt auch viele Texte für die Titelseite schon her. Und da sieht man auch, was George Cross da wichtig ist. Ja, ist überhaupt erstmal die Zeit so wahrzunehmen, wie sie ist. Nämlich, dass plötzlich überall Werbebotschaften sind. Ja? Und er nimmt für sich in Anspruch, der Kautschukmann zu sein. Also der mit gehöriger Elastizität ausgestattete Mensch, der überall mal hineinspringen kann. Und sein Feindbild ist der Maler, der gemütlich im Sessel sitzt und irgendwas malt, was nicht relevant ist. Ja? Sondern man muss hinausgehen, man muss gucken, was hier gerade stattfindet. Eben auch im Medium, im völlig neuen und auch nutzbar zu machenden Medium der Reklame. Ja, da haben wir ja Novemberrevolution, Gründung der KPD 1918 und Anfang 1919 Spartakusaufstand. Was bedeutet das jetzt für die Dadaisten? Also insbesondere Cross? Es bedeutet erstmal, dass Cross, die Herzfelde-Brüder und noch ein paar andere, ich glaube, am erstmöglichen Tag in die KPD eintreten, ich glaube, im Silvestertag 1918, sich sofort stark politisieren und damit auch schon so etwas wie das Ende des Dadaismus Berlin auch einleiten, sozusagen. Nicht? Franz Jung ist zum Beispiel auch so eine Person, die man jetzt vielleicht noch dadaistisch begreifen könnte, weil sie in der Aktion so etwas macht, wie einfach ein Dampfschiff zu entern, um dann nach Russland zu fahren und dort Verhandlungen aufzunehmen. Die machen da 1920, machen die Berliner Dadaisten ja noch eine riesen Ausstellung, die auch wo zum Beispiel der Wehrmachtsoffizier an der Decke hängt mit dem Schweinskopf, nicht, was auch so in der Dada-Ikonografie sehr berühmt geworden ist, was ihn dann auch gleich eine Anklage einbringt, aber wo man dann merkt, okay, man muss sich auch entscheiden, ja, ab den Vorgängen, wo die Revolution unter Druck gerät, wo sie niedergeschossen wird, wir benutzen jetzt ästhetische Strategien, die der Dadaismus erfunden hat, nur so lange, wie sie wirklich politisch nutzbar sind. Und all den anderen ästhetischen Kram und so, der ist für uns jetzt gerade nicht relevant. 1922 haben sich dann die Strömung Dadaismus und Bauhaus in einem gemeinsamen Kongress in Weimar berührt. Inwieweit hat denn der sterbende Dadaismus den nun aufstrebenden Bauhaus den Weg geebnet? Das ist ganz lustig, weil eine Person, die dafür maßgeblich war, ist Theo von Duisburg, der wie viele andere Dadaisten auch eine gewisse Selbstschizophrenie pflegte, der quasi sich als Konstruktivist verstand, aber unter Pseudonym als Dadaist verstanden hat. Bonset war das, glaube ich, dann auch wirklich dadaistische Zeitschriften gemacht hat und der dann diesen Kongress gemacht hat, wo er quasi eigentlich zwei ja doch konkurrierende Strömungen zusammenbringen wollte. Es hat letztlich jetzt auf der Oberflächengeschichte hat das nicht funktioniert, ja, weil dann auch, es ist quasi eigentlich schon dann auch wirklich fast schon die selbstinszenierte Beendigung des Dadaismus. Aber es gibt schon, ich habe das auch in einem Kapitel ja versucht sehr stark zu machen, schon so eine untergründige Geschichte, die mit Kunsthandwerk zu tun hat, die mit Design zu tun hat. Hans Arp und Sophie Teuber, die dann seine Frau wird, arbeiten ja sehr stark an Fragen, genau an der Schnittstelle zwischen Design und Kunst. Und ganz viele Dadaisten sind auch Kunsthandwerker sozusagen. Und im Bauhaus tauchen ja dann mit Kandinsky und so auch viele Leute wieder auf, die eigentlich in der Vorgeschichte des Dadaismus auch wesentlich waren. Ja, also es gibt an der Oberflächengeschichte gibt es eine starke Konkurrenz, aber ich glaube, dass es untergründig eben schon Verbindungslinien gab in dem Nachdenken um Form und auch in der Art und Weise, wie man versucht, eben Kunst wieder in den Alltag zu bringen. Nicht? Das war den Dadaisten ja schon auch wichtig und so weg mit den Räumen, die irgendwie sakral, auratisch aufgeladen sind, die dann nur der Kunst gehören, das ist Unsinn, das brauchen wir nicht mehr. Die müssen in die normale Gesellschaft hinein sozusagen. Ein Urinal müsste eigentlich auch, darf auch Kunst sein sozusagen. Ja. Ja, jetzt abschließend, was können wir jetzt in unsere heutige Zeit jetzt transportieren vom Dadaismus, was können wir da mitnehmen? Also ich glaube, dass zum Beispiel jetzt all die ganze moderne Kunst natürlich einfach das Erbe ganz automatisch pflegt, nicht? Also die Verdichtung von vielen ästhetischen Strategien, wie zum Beispiel der Montage, ist unverlierbar sozusagen. Ja? Das ist einfach, wird weitergetragen. Wenn man das abstrakt sieht, dann ist quasi, also man kann ja zu Recht fragen, ja, was ist es denn jetzt eigentlich, der Dadaismus? Nicht? Wir haben jetzt schon über so viele verschiedene Strömungen auch gesprochen und haben bei Leibe nicht alle berührt.
Und ich finde, also quasi die, wenn man es ganz abstrakt sieht, ist die Taktik ja, das, was wir vorfinden und so, nehmen wir nicht hin, sondern wir zerlegen es auf eine Weise und fügen es neu zusammen. Nicht? Das sind die Lautgedichte, das sind die Montagen. Das hält man nicht lange aus. Es wird dann eben doch wieder neu zusammengefügt. Ja? Aber es gibt einen kurzen Zwischenraum von, es ist etwas anderes möglich, sozusagen. Es ist, wir müssen das so, wie es ist, wie es gerade ist, nicht hinnehmen, sozusagen. Danach ist die Erhöhungsbereitschaft, also erhöht die Bereitschaft, etwas Neues zuzulassen und so. Und das ist, glaube ich, eine Strategie, die man gut pflegen könnte oder die eine gute Tradition des Dadaismus für heute auch wäre. Gut, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch, war sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Und viel Erfolg. Vielen Dank.